Herzlich willkommen, mein lieber Freund, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute hier um diese Salah-Karte. Darauf werden wir gleich eingehen. Unten ist auf jeden Fall mein Twitch-Kanal verlinkt. Könnt ihr sehr, sehr gerne auschecken. Werd wahrscheinlich da mal vielleicht ein, zwei Tage mal streamen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Gerne abonnieren, ist ja auch da kostenlos. Also könnt ihr gerne vorbeischauen. Und Freunde, ich werde auch Team bewerten, die das Videos bringen. Habe ich ja letztes Jahr immer als Video gebracht. Dieses Jahr hauptsächlich in den Streams. Wie gesagt, auf YouTube kann ich aktuell nicht streamen. Deswegen könnt ihr mir alle eure Teams schicken. Entweder über Insta oder PSN. Könnt ihr euch aussuchen, könnt ihr mir einfach schicken. Und dann werde ich da auf jeden Fall ein paar Teambewertungsfolgen aufnehmen. Und jetzt gehen wir auf den Salah ein, ob man den machen soll oder nicht. Meine Meinung, wie gesagt, wenn es natürlich euer Lieblingsspieler ist, könnt ihr natürlich auch auf jeden Fall so machen. Was braucht man hier? Man braucht hier eine Special-Karte von Salah. Wie gesagt, ich wurde auch sehr, sehr oft gefragt, ob man diesen Salah machen soll oder nicht. Deswegen mache ich auch das Video. Man braucht hier eine Inform oder einfach eine Special-Karte von Salah. Auch eine rote Karte würde gehen. Wenn ihr eine rote Karte habt, würde ich ihn auf jeden Fall machen. Wenn ihr den Wants to Watch habt, würde ich ihn nicht machen, weil viele haben mich gefragt, ob man das machen soll, wenn man den Wants to Watch hat. Würde ich nicht machen. Der Wants to Watch, wenn er zum Beispiel nächste Woche 3 Tore schießt, ist er besser wie der Player of the Month. Und dann habt ihr eine schlechtere Karte, ja, und habt dafür noch Coins abgegeben und den Wants to Watch. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Und der WM-Modus kommt wahrscheinlich bald. Die Karte hier ist untauschbar. Auch nicht so lohnenswert. Wenn ihr natürlich sagt, ah, Salah, sehr, sehr geiler Spieler. Der bekommt sehr, sehr wahrscheinlich einen Tots, also der wird zu 100% eigentlich, muss seinen Tots bekommen. Und den könnt ihr natürlich dann wieder verkaufen. Der kostet wahrscheinlich 1 Million, 1,5, viel mehr denke ich nicht, dass er kosten wird. Deswegen, ich würde euch abraten, diese SBC zu machen, außer wie gesagt, ihr habt eine rote Karte, der Rest ist dann nicht so teuer. Ich glaube, die rote Karte kostet so 450.000 und der Rest so 300, obwohl 300 auch schon recht viel ist, aber ihr bekommt auch noch ein paar okay Sets, also dann wäre es okay. Bekommt ihr selbst nochmal 50k raus, auch wenn ihr aus dem 100k Set nur Dreck zieht. Zahlt ihr so 200k, 250k, wenn ihr eine rote Karte habt. Das wäre okay, also dann könnt ihr es auf jeden Fall machen. Wenn nicht, würde ich halt nicht machen, Freunde. Ihr könnt gerne reinschreiben, ob ihr ihn macht. Ich werde auf jeden Fall nicht machen. Ihr seht, ich habe zwar 2,4 Millionen, aber 700k für eine Karte, die ich wahrscheinlich eh niemals spielen werde. Ja, werde ich nicht ausgeben. Wenn ich, vielleicht spiele ich mal den Tots irgendwann. Wird ja nicht so viel kosten. Und Freunde, dann würde ich sagen, wäre es mit dem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Gerne was in die Kommentare schreiben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.